Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats. Es geht weiter, die Isle of Ashes machen wir jetzt noch. Let's go. 150 für Veteran sollte echt überhaupt kein Ding sein. Veteran ist ja mittlerweile, lächerlich. Lächerlich, Leute. Aber wir werden natürlich weiter die Kommentare angucken. So. Hab mich bei der Antwort zugelacht, das ist okay, herzlich. Ich wollte nur sagen, okay, schauen wir nochmal ganz kurz, das an oder hören wir das ganz kurz mal an. Das ist bei den Uncanny Legends Stages heulen. Die sind so schwer. Du willst es nicht wissen, wie schwer die sind. Na gut, gut, dass ich es nicht wissen möchte. Ja, da schreibt Ikrem. Ich bin einfach so. Hab dann einfach so gelacht. Ja, also wartet einfach mal ab, wie ich abschneiden werde. Das sollte kein Held sein, denn ich wollte nur sagen, dass die Level da voll schwerer werden. Ja, das ist halt so bei dem Spiel, ne? Normalerweise werden die Level schwerer. Habe ich gehört. Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar Zombies. 3-8 in Sahne, okay. Ach so, wegen Insane, ja. In Sahne, richtig. Ja, ja, das Level heißt doch in Sahne, oder? Also, ich finde, die sind in Sahne. Die Level. Oh, kommt schon mit euren hässlichen Zombie-Dingern da. Verschwindet. Ich habe hier so viele Fenster offen. Aha. So, nee, warte, falsches Fenster. Ich kann hier so viele Tabs offen. Also so viele Windows-Fenster offen. Okay, easy. Bin gespannt auf Darks Reaktion aufs Alien-V-Tier. Übrigens hab mich von Isaac Boris umbenannt. Yo. Alien-V-Tier, warum ist das deutlich schwerer? Beast Bones, okay, Knochen, sehr nice. Und let's go noch hier rein. Und danach werde ich erstmal anderweitig farmen, also nach diesem Part werde ich erstmal wieder ein bisschen für mich farmen, dass wir wieder neue Kommentare und so weiter einfließen lassen können, wenn ihr neue Kommentare schreibt, wobei ich noch eine Weile brauche, bis ich up-to-date bin. Meta schrieb noch, die unidentified Gegner sind leider völlig zufällig ausgewählt, die gehen aus dem gesamten Stories of Legend. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Gegner aus den letzten Levels vorgeben bekommt, ist genauso hoch, wie wenn man einen aus den ersten Levels bekommt. Oha, okay. Was ist das denn? The fuck? Okay. Gräbt er sich ein? Oh, der greift ziemlich schnell an. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Nein, tu mir das nicht an. Verschwinde. Nein, das war der falsche. Ist das ein Aoe-Attack? Kommt der Fünfer. Habe ich das gegen die? Habe ich falsch geskillt? Kann sein, ne? Er darf meine Dings nicht nochmal angreifen, sonst ist sie tot. Nein, der kommt doch mal näher ran. Ah, komm schon, tu mir das nicht an. Töte, stirb! Du hässliches Kackvieh! Geht doch. Also. So, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen dann irgendwie was slowen, aber ich habe halt kein Geld gehabt, ne? Alter, ich habe einfach keine Leute. Der killt die einfach alle easy. Er darf meine Legendary nicht nochmal angreifen, sonst ist sie leider. Komm, slow ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, warum hat er auf einmal einen Knockback mehr? Ist ja witzig. Also mein Legendary wurde jetzt, soweit ich weiß, das vierte Mal zurückgestoßen. Nice, Benjamin. Sehr gut. Du machst deine Arbeit wunderbar. Ich brauche noch Cassidy. es ist tot! Aber das ist, glaube ich, ein Untoter gewesen, kann das sein? Okay, jetzt geht's. Ah, er kommt nochmal wieder, so ein hässliches Drecksvieh. Okay, jetzt haben wir Cassidy. Wir haben halt keinen Cassidy gerade gehabt, ne? Das war das Problem. Immer da war der dreifachen Schaden, das ist einfach abartig, die ist einfach viel zu strong. Ich kann verstehen, dass ihr mich hasst. Aber diese Einheit ist einfach zu gut, Leute. Ich musste mir die cheaten und meinte, oh, jetzt habe ich die verplappert. Mann, okay, jetzt ist es raus, ich habe nur gecheatet. Ach, ich habe gar nicht fair gespielt. Weil sonst würde ich ja niemals so viele Ultra Legend heftige Rares kriegen. Die ist immer noch am Leben, meine Legend Rare, mein Mewtwo. What the fuck? Wir müssen auch gleich zu den Peerless-Mission kommen, ne? Ja, schade. Wir haben 30 Catfood und ein bisschen Leather-Chips, in Ordnung. Thread of Wings, Love of Sickness. Oh ne, das dauert noch eine Weile. Hier oben sind sie erst. Wir sind immer nur ein. Ne, wir haben nur eine Stage. Hä? Haben wir die noch nicht, die haben wir noch nicht geschafft, ne? Aber wir haben die trotzdem schon acquired, die Rob Jump Cat. Warum? Insane. Garantiert Chance, 1 Million Erfahrung zu kriegen. Wie geil ist das denn bitte?
Nee, wir machen das mal weiter. Thread of Wings. Ne, die halten nur noch 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Oh, nee, sorry. Falsche. Die halten nur 1,5 Stunden. Ah, kann man auf jeden Fall ziemlich viel Energie raushauen, ne? Genau, Meta, ja, vielen Dank für den, mit dem Hinweis mit den Unidentified Gegnern. Dass die total random sind. Ich habe trotzdem noch Glück gehabt, damals, ne, in dem vorletzten Monat. Ich hatte schon 4 verschiedene... Warte, Moment, ich muss kurz deffen. Ich hatte schon 4 verschiedene Accounts und hatte schon 3 verschiedene Legend Rares. Im Moment habe ich zum Beispiel Lunia von den Elementaries hat die Legend Rare geschrieben. Und ich habe geschrieben, warum mehrere Accounts. Mir ist mehrere Male das Handy kaputt gegangen und ich habe vergessen, den Code aufzuschreiben. Das ist echt bedauerlich. Aber da kann ich euch nur raten. Also bei mir hat es funktioniert, dass ich dem Support geschrieben habe, dass er mir bitte meinen Account wiederherstellen soll. Und die sind hin und wieder mal so nett, dass sie das tun. Ich habe soweit ich noch nicht geschrieben, dass ich YouTuber bin. Das habe ich nicht getan. Also es gab keinen YouTuber-Bonus. Weil ich meine, die sollen sich echt ein ordentliches Cloud-System einführen, dann hat man diese ganzen Probleme nicht, weil das mit dem Code aufschreiben ist so nervig. So, Legend Rare. Deswegen, also ich würde meine Zeit, die ich hier investiert habe, nicht nochmal komplett von vorne anfangen. Dafür ist mir meine Zeit echt zu schade. 1,42 triggert. Okay, was war hier gewesen? Hören wir uns das nochmal ganz kurz an. Die Legend Rare. Mhm. Sie hat auch ganz gut Schaden gemacht. Die Legend Rare. Achso, weil irgendwer gesagt hat, ich soll sie nicht Legend werden, dann alles klar. Wir haben einen Fehler bekommen, sehr schön. So, dann sind wir auf Folge 44 durch. Auf 74. Na, wäre schlimm, wenn ich bei Folge 44 erst wäre. Eieiei. Okay, laden wir auf. Ancient Ruins, let's go. Könntest du in der nächsten Folge ein paar Kisten öffnen oder mal ein Level nur mit der Surferkatze spielen? Schreibt Noah Elias Mecklenburg. Gut, wir sind jetzt schon 15 Folgen weiter. Und Meta schrieb auf, genau, Kisten kannst du öffnen, aber keine Tickets. So sieht's aus. Ich habe jetzt Kisten geöffnet. Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Da kam heraus eine Weightlifter-Cat. Die möchte sich gerne über dich rüberrollen. Ich werde das mal Käse setzen. Brauche noch etwas Geld. Danke sehr. Problem ist, dass die keine Gene mehr, dass wir keine Einheit mehr haben. Aber es kann sein, dass ich die Eule treffe. Nice. Aber es hat nicht funktioniert. So, die bringen alle super viel Geld. Ah, die nicht. Oh, weiter. Egal. Ja, wir müssen aber langsam mal sterben. Danke sehr. Batzibon erstmal. Die Legend ist mir immer zu schnell. Tiginator, die dritte Tufe von Benjamin ist cool. Sieht cool aus und ist stark. Oh ja, mega gut. Also ich muss sagen, hier die Katze ist mega gut. I love it. Dieser Slow ist einfach super, super gut. Cooles Video, bitte weitermachen. Like ist da. Ich danke dir, Juroyale. Was? Moment, ich muss kurz kämpfen. Mehr Einheiten. Und irgendwann werden wir alle roten Stages werden wir irgendwann mal geklärt haben. Ah nein! Okay, noch getroffen. Aber, what? Viel zu nah, oder? Normalerweise wäre der Angriff weiter hinten gewesen. Ja, doch nicht. Er ist immer so weit vorne. Der schlägt zwar weiter hinten auf, der Knall, aber der Strahl kommt viel weiter vorne. What the fuck? Mir jetzt gerade ist aufgefallen. Und wir schießen hier Katzen ohne Ende raus und wir haben einfach kein Geld. Habt ihr auch das Problem, dass ihr immer zu viel Geld habt? Das ist immer wie total Verschwendung, oder? Ich finde es immer total Verschwendung von dem Geld, wenn ich einfach nichts ausgeben kann. Ich brauche eine starke, teure Katze mit wenig Cooldown und die ultra OP ist. Die so 10.000 kostet, die ich immer in so einen Levels benutzen kann. Ultra schnell, 1 Milliarde Damage. Ich will ein bisschen dieses Sägeblatt haben. Das kriegt man wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, das Sägeblatt kriegt man nicht als Einheit. Das wäre cool, wenn man das kriegen würde, oder? Man sollte meinetwegen 15.000 kosten. Das wäre so nice. Oh, 4 Gold. Geil, Leute. Wir haben das Gold bekommen. Mega gut. Das heißt, wir können die Stage bauen.
Weil wir brauchen überall Gold. Ich habe das hier leider wahrscheinlich verschwendet. Ich habe hier zu viel Leben raufgehauen. Das fand ich ein bisschen... Ja, das war meine Schuld. Wir bauen es jetzt. Wir brauchen 9 von den Zahnrädern. Sprokes. Let's go. Dim, 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 dim. Na, equippen können wir aktuell. Das hier oder das hier. Das sind natürlich das normale. Style. Slowbeam Style. Iron Wall Style. Oha, Alter. Nehmen wir das mit. Oha. Wir können unsere. Achso, das ist nur die Cat Cannon, die geändert wird. Wir können natürlich unseren Dienst noch ändern. Das ist ja auch gut. Das mag ich. Jetzt haben wir eine schöne Base. Gut, haben wir das auch erklärt. Love of Sickness mache ich später ohne euch. Little Cat Awakens. Ihr habt mir gesagt, glaube ich, dass ich öfter mal die Awakens Stage machen soll, ne? Weil ihr die mögt. Aber Deadly, wobei Deadly ist, glaube ich, doch Deadly war schwieriger als... Ah, hier, Conditions, okay. Ne, dann nicht. Das bedeutet, ich kann nur die beiden nutzen. Müsste ich mein Team erstmal umstellen. Das heißt, das ist erstmal nicht am Start. Little Gross Awakens. Auch Deadly, wahrscheinlich auch eine... Ja, eine Condition, schade. The Fish Awakens, die haben alle eine Condition, ne? Hm, scheiße. The Dom Awakens. Ah, wunderbar. Keine Condition, das ist sehr gut. Dann machen wir die einfach mal. Dim, 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 dim. So, Manny Felder schrieb, ich weich, wieso Darky so viel über Super rastiert. Er hat so einen Hack, dass er das Glück von anderen Spielern niedriger macht und seins höher macht. Er hat's herausgefunden. Na toll. Na, okay. Wollt ihr mich trotzdem noch weiter gucken, auch wenn ich so ein mieses Schwein bin? Ah, Mann, ey. Ah, ich bin so unfair. Ich bin so ein unfairer Spieler. Meta schrieb, im Merc Stories Collect gibt es nur eine richtig gute Über. Selbst eine garantierte Zierung ist hier ein großes Risiko. Ich empfehle, das Catwurf auf eine andere garantierte Zierung zu sparen. Habe ich gemacht. Die Rare Cat Nono lohnt sich aber extrem und die Chance auf diese Einheit... Ist auch nicht schlecht. Ich habe gerade ultra viel Geld verschwendet. Also benutze auf jeden Fall Red Tickets, wenn du keine Elfmarzierung machst, bis du die hast. Nono hilft immer für den richtigen schweren XP. Farming Level, bestes Meetcheck gegen Schwarze gehen. Oha, schade. Ja, ist leider vorbei, das Collab. Hätte ich gerne. Aber ich weiß gar nicht. Ich gucke gleich mal, ob ich die Nono-Cat habe. Ich denke zwar nicht. Alter, da kommt Darth Vader. Darth Vaders Tochter. Was ist los? Seht ihr die? Das ist Darth Vaders Tochter! Die wird uns alle lasern! Ah, wie viel Geld die einfach bin, diese Kangaroos. Weg mit dir. Ah, hier haben wir eine schöne Cat. Bisher habe ich mir das Auto tatsächlich aber nie angeschaut. Das ist aber kein Metallgegner, ne? Glaube nicht. Und geslowed. Ja, doch, geslowed. Sehr gut. Dieser Slow ist so böse. Es ist ja echt fast wie auf der Stelle stehen zu bleiben. Unglaublich mies. Ja. Noah Elias fragte, was bringt Materialien? Meta hat darauf geschrieben, damit kannst du die Cat Cannon ausbauen. Da gibt es dann noch mehrere mit verschiedenen Effekten. Und das Bauen und Verbessern benötigt Materialien. Ne? Wie wir es auch in dieser Folge jetzt schon gesehen haben. Oder in den letzten Folgen auch. Ach so, stimmt. Das war das Awakening-Ding gewesen. Whipped into shape. Es gibt irgendwas, womit du sehen kannst, was du aus der Kapsel bekommst mit Hilfe von Schicksal. Hat Tiginator geschrieben, stimmt es aber cheaten, hat Meta darauf geantwortet. Ja, das finde ich natürlich nicht so gut. Ich lasse mich einfach rushen, weil du kannst tatsächlich nichts ändern daran, weil es ist einfach dann vorbestimmt, weißt du? Ich habe einen Account, wo ich in der dritten Kapsel die stärkste Überrare gezogen habe, schreibt Tiginator. Sehr gut. Viel Spaß damit. Kannst du mal ein Kochspiel wieder spielen? Du suchst aus, schreibt Nicola. Das habe ich jetzt auch schon aufgenommen mittlerweile, das Spiel, weil er einen Vorschlag gemacht hatte. Oh, wir haben wieder viele schwarze Gegner. Erstmal kurz Konzentration. Wir müssen kurz Cassidy. Dim, 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 dim. Ja, die war natürlich sinnlos. Batzibon. Ich habe super viel sinnlosen Scheiß gerade gekauft. Okay, jetzt kommt gleich wieder Darth Vaders Tochter wahrscheinlich, oder? Oder kommt jetzt der Bruder, weil wir die Tochter vernichtet haben. Und? Ah, wieder die Tochter. Ey, der hat doch einen Hund dabei, einen Kampfhund.
Kennt ihr das aus Raumschiff Surprise? Der Darth Maul? Der hat ja auch hin und wieder so ein gemacht. Und das ist er gerade, ne? Darth Maul hat sich einfach in den Dobermann verwandelt. Traumschiff Surprise, Periode 1. Solltet ihr euch angucken. Mega lustiger Film. Nein! Doch, alles gut. Ah, manchmal bin ich einfach ein Noob, was die Cat-Cannon angeht. Das Timing ist manchmal super schwer, weil du natürlich keine starken Angriffe ins Nichts laufen lassen möchtest. Okay, nice, geslowt. Bam! Ich würde ja tatsächlich sogar jeden Tag eine Folge Battle Cats hochladen, aber leider ist mein Upload-Plan so voll, dass ich das nicht kann. Und die anderen Spiele nehme ich dafür nicht raus. Die machen ja auch Spaß. So, zack! Okay, damit haben wir auch die Mission geschafft. Wir haben leider das Awakening noch nicht bekommen, das werde ich aber danach... Wenn wir es jetzt nicht bekommen, werde ich es danach ohne euch farmen. Aber ihr habt ja gesagt, garantierte die Treasure, da sollte man hierfür nicht nutzen. Weil man kriegt sie ja irgendwie sowieso. Wobei, es kann auch sein, dass wir eine garantierte Ziehung kriegen. Bin ich mir gerade unsicher. Hat hier gerade jemand einen Wave-Attack gehabt? Hat richtig gehört? Der Hund ist sogar das Starke daran. Nicht die Tochter von Darth Vader, sondern Darth Maul ist hier der Starke. Ey, der hat einen Legendary-Kid. Yo, der Dude hat einen Wave-Attack. Der Hund. Du hässliches Drecksvieh. Aber lass mich bitte eine garantierte Ziehung haben, ey. Ich mag die Mission nicht. War strong. Bam. Aber geschafft. Garantiert, garantiert, garantiert. Nice. Ah, ob es garantiert war, keine Ahnung. Abgeschlossen. Na? Mal kurz angucken. Warum ist die weg? Da. Ja, garantierte Chance. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Haben wir hier auch eine garantierte Chance? Wahrscheinlich schon, ne? Hier haben wir sogar schon. Weil halt die Conditions da drin sind. Crimson Vengeance haben wir auch noch. Insane. Garantiert. Ach, guck mal, das ist das. Was ist Crimson Catastrophe? Habe ich schon geschafft. Ah, das ist der Dude hier, der Rote. Das hat nur ein Exploit gewesen. Hier hingegen müsste ich allerdings mein Team umstellen. Equip. Oh, ich habe gar keine mehr. X-Main. Ja, wurde überschrieben. So, das heißt, ich werde mal die hier und die hier rausnehmen. Und ich brauche, soweit ich weiß, diese große Hand. Ja, die Frage, ist es der hier gewesen? Ja, ne? Ich glaube schon. Kacke. Welche war es denn? Hier ist allerdings nur Level 19. Das ist scheiße. Ich glaube, wir brauchen hier mehr Dingensen, ne? Mehr... Wo haben wir die andere Wallcat? Die andere Tankcat? Ich brauchte mehr Tanks. Die Rovercat können wir nutzen. Und die Rovercat. Können wir reinpacken als Meatchild, weißt du? Dass wir hier das spammen können. Brauche ich noch ein Meatchild? Kann ich die umbenennen eigentlich auch? Gott nehmen. Anti-Cyclen. Anti-Cyc ist okay. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich Benjamin Kimber raus. Ich würde Flemly wahrscheinlich austauschen, weil ich glaube, wir haben nicht zu viele. Die Frage ist, ich will jetzt noch einen Tank haben. Haben wir irgendwo Liefel? Wo ist das Liefel-Ding gewesen? Hier, Tough. Oh, war Tough gewesen, habe ich gerade gehört. Ich habe gar nichts davon, so eine Kacke aber auch. Und die hier? Resistant? Nein, das bringt mir nicht viel. Liefel, ist das hier? Ne, Zombie Killer. Warte, was hier ist Liefel, ne? Survive, genau. Masai Cat, ich meine, die habe ich schon auf 30. Die Castaway Cat ist auch, aber ich will jemand was ich spammen kann. Also das hier. Gut, schauen wir mal, ob das funktioniert.
Ich glaube, das hat wirklich dieser mit den langen Armen gewesen. Crimson Vengeance, let's go. Ach, komm schon! Am Arsch! Aber wir können die untersten nehmen. Das Problem ist... Wie wird's... Was ist das denn? Okay, das killt es. Okay, die machen nur 200 Schaden. Die machen nicht wirklich Schaden, ne, die Gegner. Kessly. Wobei ich gerade überlegt hätte, dass ich eher ihn setzen soll, weil Kessly ist... Ne, Kessly ist nicht so schnell. Wir werden erstmal noch ganz kurz die hier gleich setzen. Der krittet doch, ne? Ja, ist ein großes Problem, weil ich... Kacke. Okay, Lead Legend, wer brauchen wir? Zack! Zack! Ja. Gott, ist das hohl, Alter. Also baue ich da wirklich ein komplettes Team aus teuren. Über 1200. Ah, meine Meat-Shirts haben also leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Weil wir auch gegen diese Kleinen halt kaum was haben, ne? Aber der müsste eigentlich gleich rauskommen. Ich hoffe nicht, dass er das rauskommt, wenn ich da hinten bin. Das soll mich nicht super nerven. Aber wir haben zumindest die Weightlifter-Cats, okay. Ja, der ist es gar nicht, oder? Doch, der hat die Hände immer so weit oben. Quatsch! Das ist okay, das ist in Ordnung. Die Kleinen können wir lassen. Solange kann man nämlich neue Gegner... Wir machen keine Cat-Cannon, wir nutzen die nicht. Wir können euch neue Leute spawnen. Hätten wir doch Flemly mitnehmen sollen, Mann. Aber Flemly wäre ein schöner AOE-Angriff noch gewesen. Aber jetzt weiß ich es ja. Ich probiere es erstmal so. Wenn ich es nicht schaffe, dann beim nächsten Mal was anderes. Das ist okay. Wie gesagt, er hat eigentlich eine dicke Range. Eigentlich dürfte ich ihn jetzt setzen. Damit er einfach vom Links nicht angegriffen wird. Aber ich habe eine Cat-Cannon. Ich hoffe wirklich, wir können ihn mit einem Hit killen. Das ist einfach zu schnell. Das ist viel zu schnell. Ich kann ihn leider erst... Naja, das kriegen wir nicht nochmal hin. Vergiss es. Die Stage... Greifen wir an? Ne, leider nicht. Mist. Okay, das war schlecht. Also, noch sieht es für mich schlecht aus, finde ich. Weil auch Kessly... Ja, nice. Oh, der ist auch nur rot. Patsch! Komm schon! Okay, das hat leider nicht viel gebracht. Ja, gut. Das war es leider gewesen. Ekelhaft. Aber okay. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal wirklich eine Weile farmen. Wie habe ich das gerade mitgenommen, überlege ich gerade. Okay, doch. Alles klar. Ja, ja, ja. Alles gut, hat er gleich automatisch ausgewählt. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen farmen. Und zwar brauchen wir ja noch, um Batzibon aufzurüsten. Erstmal ein bisschen Erfahrung, logisch. Aber natürlich die Epic Catfruit brauchen wir noch, das ist wichtig. Na, eine fehlt noch, genauso wie drei Blue Catfruits und Red. Okay, wir werden mal ganz kurz da noch was machen. Ich habe jetzt auch die ganzen Tickets nicht genutzt, das ist aber in Ordnung. Ich habe nämlich hier super viel. 128 haben wir auch nur Max, deswegen ist es schwierig. Ja, wir growen mal. Yes. More chance of epic cat food, ne? Es gibt hier auch also eine Chance. So, die da. Oh. Bro, yes. Nope, nix. Ich glaube, die Seeds, brauchen wir die Seeds für irgendwas? Ich weiß nicht, ich benutze einfach erstmal alle. Vielleicht kriegen wir da noch epic cat food hier raus. Nee. Dann ist das statt der grünen einfach eine epic cat food, ja? Sehe ich das richtig? Die ganzen Seeds kann ich mir nachfahren, das ist kein Ding. Ich kann mir alles nachfahren, natürlich. Okay, keine Epic Capture bekommen, schade. Aber wir haben auf jeden Fall wieder einen neuen Platz. 56, 128 haben wir halt nur. Das ist jetzt nicht so viel. Die Seeds, glaube ich, brauche ich für kleinere Einheiten zum Evolven. Hier kann man nichts evolven. Zum Beispiel hier, ne? Genau, hier brauchen wir nämlich die Seeds für.
Da ich die aber aktuell nicht nutze, sondern wirklich nur die starken Einheiten und die wirklich immer nur die fertigen Früchte brauchen. Ah, ist das schon okay. Da haben wir noch zwei blaue. Das heißt, ich werde jetzt erstmal blaue Catfruits farmen. Und ja, okay, der hat natürlich auch keinen. Der ist auch nur Level 19 gewesen. Just one enemy, ja genau. Das ist theoretisch das, was er eigentlich hätte machen müssen. Aber ich habe es einfach falsch gemacht wahrscheinlich. Super falsch. Aber egal. Wir werden, wie gesagt, jetzt ein bisschen farmen. Ich werde wahrscheinlich XP Megabits ein paar Mal machen. Ein bisschen Erfahrung farmen. Noch ein bisschen die Growing-Dinger machen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und werden weitere rote Stages natürlich mit wunderschöner. Hier ist Peerless übrigens auch noch, ne? Crimson, Peerless, alles das gleiche. Hier ist übrigens das Metallrad. Ja, Red Sky at Morning haben wir auch noch. Was ist das hier eigentlich? Cat Tornado. Haben wir noch 11 Stunden Zeit. Werden wir wahrscheinlich hinkriegen, aber es macht nichts. Wir sind in der nächsten Folge von Battle Cats. Wir sind jetzt bei 26 Minuten, Leute. Hau rein. Ciao, ciao. Miau, miau.